Hey, ja. Willkommen zurück zur Captain Proton Mod. Oder wie eigentlich die auch offiziell heißt hier innerhalb des Spiels. The Adventures of Captain Proton. Wo wir beim letzten Mal die Modifikation angefangen haben mit der ersten Episode. Wo wir Buster Kinsett aus dem Geheimlabor von Dr. Chaotica befreit haben. Und ja, dafür muss zwar diverse Fallen umgehen, die wir nach ein paar Tonen auch durch hier erreicht haben, die wir erledigt haben. Und ja, haben Buster Kinsett befreit und damit auch die teuflischen Pläne verhindert von Dr. Chaotica. Können wir weitermachen mit der nächsten Episode? Ich würde mal sagen, ja, wir gehen direkt zur Holodeck-Kontrollen. Schwierigkeitsgrad bleibt natürlich auf normal und machen weiter mit dem zweiten Programm. Das ist Captain Proton versus The Lizard Man. Ja, das ist das nächste aus dieser 30er Jahre Serie. Ich habe, glaube ich, bei den letzten Folgen immer gesagt 50er Jahre. Nein, tatsächlich ist das 30er Jahre sogar schon ein ganzes Ziel gehalten. Aber bin nicht so sicher, ob es da Science-Fiction-Serien in den 30er Jahren gab. Irgendwann mal 50er irgendwie mal aufgegabelt, dann war es so doch wieder falsch. 30er Jahre. Das bezieht sich alle auf die 30er Jahre hier ein bisschen, aber egal, jetzt geht's gegen die Lizard Man. Also würde ich sagen, wir legen los, also engage! Ja, diesmal sollen wir den Präsidenten der Erde retten, so sieht's aus. Der sollte nämlich eigentlich zu einer diplomatischen Mission abbrechen, um einen Grenzkonflikt zu lösen mit den Reptoiden. Und dabei wurde er, oder auf dem Weg dorthin, wurde er von den Reptoiden entführt. Und weil diese einen Angriff auf die Erde planen. Und ja, wir sind jetzt wieder unterwegs, um den Plan aufzuhalten und den Präsidenten dabei auch zu retten. Also quasi wie am letzten Mal, nur mit anderen Leuten und anderen Gegnern. Ja, so ist das halt. Und ja, wir können loslegen. The only way to sneak into the Reptoid base from this location is through the water treatment facility. You must shut down the pumps at the dam and gain access into the facility through the intake tunnels. To prevent Reptoid troops from alerting the base and calling for reinforcements, shut down the transmitter at the communications facility. Take the information. In addition to the guard towers, there are sniper positioned in the hills around the dam. Stay alert! The drainage basin is home to various predatory creatures. Okay, so sieht's aus. So, aufpassen, wenn wir hier rumlaufen. Na gut, wir werden hier beschossen. Nice shot, if I do say so myself. Das? Der erwischt. Okay, wir werden gleich mal beschossen hier, ja? Vielleicht zu Anfang. Muss ich aufpassen hier. Ja? Oh, einer. Okay, wir wollen hier ein bisschen vorsichtiger agieren. Ah ja, müssen wir hier ganz langsam hier uns mal vorbei schleichen. Ist da einer? Da ist doch wirklich einer, er sieht ja nicht, ich sehe ihn nicht mal. Bullseye. Diese Lizard Man. Da einer?
Irgend so ein Käfer? So ein Harvester-Käfer vielleicht oder sowas? Könnte sein, oder so einer ist. Im Hauptspiel ist es ein Harvester-Käfer. Ja, hier ist es halt irgendein Predatory Creature. Ganz langsam hier mal. Ganz langsam hier rumgucken. Ist ja gefährlich hier mit diesen Leuten, mit diesen Typen. Die Lizard Man. Noch einer. Eine Brücke? Brücke gefällt mir nicht. Das auch nicht. Ging nur mal ganz langsam hier lang und dann mal ganz langsam hier die langsam vorarbeiten. Ist da einer? Ich muss hier einen Blick halten. Tatsächlich. Ja, muss man einfach. Ja, ich weiß nicht. War auch noch so ein Turm. Ich sehe da keinen. Ist das einer oder ist das jetzt keiner? Vielleicht ist auch einer. Und da? Ja, da sehe ich jetzt keinen. Ob das einer steht, weiß ich nicht. Wir werden es gleich sehen, wenn er auf uns schießt. Aber selbst da, selbst auf die Landschaft zu achten, das ist ja gemein. Ist da einer drauf oder nicht? Ich habe keinen Plan. Und aufpassen, muss ich auch darauf achten. Hoffe, da ist jetzt keiner, ey, sonst wäre es ganz übel dran. Ich muss ganz langsam hier rumgucken. Not bad. Okay. So, da war einer drauf. Wenn die aber wenn die auch noch hier irgendwo rumstehen, ist auch nicht so einfach, hä? So. Okay. Da krabbelt was. Du hörst mal diese Krabbelfiecher ja ziemlich gut. Sollen wir mal gucken, hier ist hier irgendwo einer drauf? Nee, ne? Da hätten wir schon links beschossen. Nun können wir da jetzt noch rechtzeitig hingeguckt. So. Ist da irgendwas? Aber immer muss ich immer in die Ecke gucken. Bevor ich da langlaufe. Ja. Bevor ich jetzt da hingehe, um nachzugucken, ob da irgendwas ist. Ob wir da vielleicht Lesenergie kriegen oder sowas in der Art, ne? Muss man einmal. Immer so ein Fies da auf jeden Fall auf. Wieder eine Brücke? Da ist da wieder einer drauf? Ja. Ich hab den nicht gesehen, nur wegen der Anzeige. Da ist einer. Oh, that was funny. So. Haben wir hier einfach ein bisschen aufgeräumt. Jetzt können wir vielleicht mal da hinten mal hingehen und mal gucken, was da so ist. Wenn denn noch was ist. Wenn das hier irgendwas bedeutet. Dann müssen wir noch hin, ne? Kann das sein? Wenn wir von hier vielleicht mal so ein bisschen rumgucken, ob da hinten was ist. Da ist noch so ein Turm. Ah ja, müssen wir uns auch noch vorarbeiten. Aber hier ist nichts, oder? Ne. Hier ist nichts, hier kann man nichts machen.
Ah ja, so mehrere Türme da. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Da ist noch einer. Auch noch ein Turm? Ne, der haben wir eben weggeräumt, oder? Hoffe ich jetzt mal, dass wir den weggeräumt haben. Ich sehe da gar keinen. Da einer? Da ist noch einer, oder? Pretty groovy. Da war wirklich, einer. Ich hab da nur einen Punkt gesehen, ein bisschen. Aber meistens ist nur einer drin. Da haben wir es aufgeräumt. Ich hab da ehrlich gesagt wirklich nicht wirklich bewusst eingesehen, aber. Mal hingeschossen, ja, war eine schwarze Stelle. Könnte ja bedeuten, dass da ein Feind ist, ne? Hier? Oh. Das reicht nicht mal. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöde, muss irgendwie da rüberkommen. Weil da wahrscheinlich auch noch einer ist. Da. Haben wir im Ziel gehabt. Da war er irgendwo. Irgendwo war der. Da ist er. Ich krieg ihn nicht. Wo war der? Ich hab den eben im Ziel gehabt. Doch, der ist doch da, aber ich krieg den nicht. Jetzt! Oh, that's a shame. Ich hab mich doch. Ich muss doch einer sein. Kann doch nicht einer sein. Ah, hab mich so gesehen, ey. Ja, es wird blöd jetzt hier. Captain Proton to the rescue. Da hören wir nochmal dahin. Die Energie ist da ja noch. Puh. Hab ich so gesehen. Danke. Okay. Ganz viele Wachtürme hier, für mal sagen. Haben die ordentlich abgesichert. Nicht so einfach. Weil wir einmal hier langlaufen müssen. Hätte man gar nicht drüber gehen sollen. Aber ich war wegen dem ja nicht sicher. So, was hin. Wo mal sind wir jetzt hier? So, was haben wir da hinten? Ist wieder so eine Dinge ohne Sinn? Oder auch ein Feind irgendwo da? So eine scheiß Kreatur wahrscheinlich wieder. Hallo? Hallo? Super. Daneben. Auch nicht gut. Oh, it's all right. It's just a scratch, really. Okay. Warum sehe ich jetzt keinen? Aber da hinten muss einer sein. You know, you're starting to annoy me. Da war auch wohl einer. Ich hab aber jetzt überhaupt keinen gesehen. Hier oben ist schon mal keiner. Momentan sehe ich da noch keinen. Vielleicht wenn wir mal beschossen werden, weiß ich auch Bescheid, dass wir uns geirrt haben, ne? Aber. Naja. Aber hier ist ein. Da ist auch ein. Da ist auch einer. Thank you.
Okay. Da ist keiner drin hier in dem Turm. Haben die alle besetzt? Was? Achso. Okay, Munition wäre aber noch ja cool, ne? Jetzt sind wir auch angekommen bei dem Damm. Was sollen wir da machen? Die Pumpen sollen wir ausschalten. Um Zugang zur Anlage zu erhalten. Ist das Ding am Boden des Dammes oder was? Da ist direkt dahinter, hinter der Wand? Könnte man ja sogar, das kann ja sogar möglich sein, ne? Man weiß ja nie, was hier so los ist. So. Oh, Lebensenergie und Waffen. Ja, gerade haben wir gespricht. Ganz sicher, ha? Hier war einer. Shot. Da war einer, da war einer. Da hinten auch welche. Eine Tür? Ist da oben jetzt einer oder nicht? Doch, da ist doch einer, oder nicht? Ja, ich sehe es auch nicht so wirklich gut. Ich weiß nicht, also... Hier wird am Weihnachtsmann steht. Impressive. Da war doch einer! Oh, da steht einer rum. Ist da um einer drauf? Dann sehe ich ihn nicht. Gehen wir hier runter. Ah, hier gibt es gar keine Munition mehr. Natürlich, wir kriegen gar keine Munition mehr. Das ist ja blöde.